Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Wir sind gerade dabei, Listen zu gestalten und dann auch so ein bisschen in Selektoren und Pseudo-Elemente und Vererbung einzuführen. Vererbung, das kennt ihr jetzt schon. Ich definiere in dem übergeordneten Element, also zum Beispiel in der Listenmarkierung, definiere ich die Schriftfarbe und alle darunterliegenden Elemente, sofern sie nicht die Schriftfarbe verändern, übernehmen dann diese Schriftfarbe. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder zum Beispiel, es wird etwas abgeändert, das werden wir jetzt bekommen. Es wird etwas abgeändert und durch zum Beispiel Maus drüber fahren und das wird dann auf die Unterelemente übertragen. So, aber zuallererst möchte ich jetzt hier in unserem kleinen Beispielprogramm, da möchte ich jetzt erstmal hier die Listenelemente weiter gestalten, nämlich dass die in farbigen Kästchen stehen, dass sie einen gewissen Abstand haben, also dazwischen ist ein bisschen grüne Linie, also diese Außenlinie, die grüne, das möchte ich dann noch reinbekommen. Und erstmal eine Hintergrundfarbe definieren. Gut, und wir gehen jetzt hier oben in unsere Gestaltung der ungeordneten Liste hinein und machen das genauso wieder, dass wir eben sagen, ich ziehe aus der Liste 1, aus der ungeordneten Liste 1, möchte ich einfach die Listenelemente, sämtliche Listenelemente anders gestalten. So, die Hintergrundfarbe setze ich auf die Farbe Navajo White. So, warum die jetzt nach einem Indianerstamm benannt worden ist, weiß ich nicht, aber die Navajo sind halt ein Indianerstamm und dieses Weiß, naja, also ob das jetzt so typisch ist für die Navajo, weiß ich nicht. Dann möchte ich einen Innenabstand haben von 5 Pixeln. Links möchte ich allerdings einen anderen Abstand haben, nämlich von 10 Pixeln. Und dann möchte ich eine Außenrandlinie haben oder einen Außenabstand haben von 2 Pixeln, sodass da das Grün noch ein bisschen durchscheint. So, das ist das Erste, was ich mache. Und jetzt kommen ein paar Sachen, die sind wirklich listentypisch, ein paar Attribute. Und zwar möchte ich den Listenstil ändern. Und dazu gibt es das Attribut List-Style- und wenn ich jetzt Position angebe, dann kann ich hier wählen zwischen Inside und Outside. Und Outside ist das Normale, dann ist nämlich außerhalb von der Schriftbox oder von dem Elementbox für das Listenelement, da steht dann eben das entsprechende Zeichen, wie hier oben zum Beispiel. Und es gibt ein Inside und dann steht das Listenelement oder das Listenzeichen, Listenelementzeichen, Entschuldigung, steht innerhalb der Box, wie das hier der Fall ist. Und hier habe ich das Ganze dann auch noch durch einen Einkaufswagen ersetzt. Aber wir lassen das jetzt gleich erstmal uns anzeigen. Ich sage also Inside und das kann ich machen und dann kann ich euch gleich auch noch zeigen, es gibt noch ein zweites ListStyle Element und das ist der Typ. Und da möchte ich jetzt nicht so ein Kringelchen haben, so ein Kreis, sondern ich möchte ein Rechteck haben und das kann ich durch Square definieren und das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich speichere das Ganze ab und wir lassen uns das mal anzeigen. So, hier sind wir. So, und ihr seht, jetzt ist schon ein wesentlicher Unterschied. Erstens steht jetzt hier, habt ihr dieses kleine Viereckchen, was dort steht.
Dann haben wir eine Hintergrundfarbe mit der Rahmenlinie auch. Die ist jetzt hier besser zu sehen. Das ist vielleicht keine gute Designentscheidung, wenn man dann noch die Farben abändert, die Hintergrundfarben von den einzelnen Listenelementen. Aber gut, okay. So, das muss man ja jetzt nicht so groß an die Glocke hängen oder nicht in einem wirklich offiziellen Design verwenden. Hier sieht es ganz gut aus. Und ja, die Bewegung habe ich noch nicht drin. Das kommt jetzt alles noch. So, jetzt zeige ich euch erst noch mal verschiedene Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel hier auch noch die Möglichkeit, einen Circle einzugeben, statt einem Square, also statt einem viereckigen leeren Kreis. So, der sieht dann so aus. Und wenn ich sagen möchte, das ist das normale Element, ich möchte einen gefüllten Kreis haben, dann nehme ich Disk. So. Und ja. So. Und damit habe ich mir jetzt erstmal mein Element gestaltet oder meine Innenelemente der Liste, die einzelnen Listenelemente. Gut. So, beim nächsten Mal zeige ich euch dann, wie ihr ein Bild dort hineinsetzen könnt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.